Liebe Bekkomerinnen und Bekkomer, ich freue mich darüber, Ihnen auch in dieser Woche wieder zu den aktuellen Entwicklungen unserer Stadt berichten zu dürfen. Ich würde gerne auf drei Punkte eingehen. Zunächst die aktuellen Situationen in Bezug auf die infizierten Personen, dann die Dringlichkeitsentscheidung der vergangenen Woche und zum Beginn dieser Woche darstellen wollen. Und schließlich, Sie haben es mitbekommen, es gibt seit gestern einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über einige Änderungen, die anstehen in den nächsten Wochen. Auch dazu würde ich Ihnen das ein oder andere sagen wollen, wenngleich diese Beschlüsse natürlich hier in Nordrhein-Westfalen zunächst noch umgesetzt werden müssen in Landesrecht. Aber zunächst zum Lagebericht. Wir haben im Moment in Beckum seitens des Gesundheitsamtes des Kreises 27 gemeldete infizierte Personen mit dem Coronavirus. Davon sind offiziell 20 wieder gesundet. Eine Person ist verstorben. Rund 20 befinden sich derzeit in Quarantäne. Das sind die Infizierten und Kontaktpersonen darüber hinaus. Wenn Sie diese Zahlen sehen, könnte man zunächst meinen, die Situation hat sich entspannt. Es ist ja nur eine Differenz von 6 tatsächlich aktuell laut Gesundheitsamt erkrankten Personen in Beckum. Aber wir rechnen natürlich damit, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt von Menschen, die gar nicht wissen, dass sie mit dem Coronavirus erkrankt sind, weil sie beispielsweise überhaupt gar keine Symptome aufweisen oder allenfalls ganz leichte Symptome. Und genau da besteht auch das Problem. Deshalb haben wir die Kontaktbeschränkung, um dort zu vermeiden, dass es zu weiteren Infektionsketten kommt. Nun möchte ich Ihnen die Dringlichkeitsentscheidungen der letzten Tage einmal kurz darstellen. Es sind im Wesentlichen die folgenden Entscheidungen. Zunächst einmal geht es um den Ausbau des Marktplatzes in Beckum. Sie alle wissen, der Marktplatz soll neu hergerichtet werden. In einem ersten Schritt sollen die Kanäle, die maroden Kanäle unterhalb des Marktplatzes erneuert werden. Dazu soll bereits in der nächsten Woche am 20. April mit den Arbeiten begonnen werden. Nach der derzeitigen Planung sollen sie Ende Juli dann abgeschlossen sein. Es wird Beeinträchtigungen geben, aber es soll auch sichergestellt sein, dass die Marktplatzanleger die Geschäfte dort erreicht werden können. In diesem Zusammenhang haben alle Fraktionen des Stadtrates in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, die wir hier ja in jeder Woche haben, letztlich dann die Entscheidung getroffen, die dann auch formal über eine Dringlichkeitsentscheidung umgesetzt worden ist, dass während der Umbauzeit, der Kanalisationsumbauzeit, die Sondernutzungsgebühren der Anlieger, also insbesondere für die Außengastronomie, die hoffentlich ja demnächst auch wieder möglich sein wird, ausgesetzt werden sollen. Darüber hinaus wird es eine Erleichterung bei den Parkgebühren geben. In dieser Umbauzeit bis Ende Juli sollen die ersten beiden Stunden auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen der Stadt Beckum gebührenfrei gestellt werden. Eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung, insbesondere zur Überbrückung dieser nicht ganz einfachen Zeit der Umbaumaßnahmen. Eine wichtige Entscheidung für das Albertus-Magnus-Gymnasium ist auch gefallen. Es geht um die Auftragsvergabe des Sporthallenbodens, der in den Sommerferien dort erneuert werden soll. Darüber hinaus hat es noch eine Entscheidung gegeben, die heute dann auch offiziell beschieden worden ist unsererseits, denn die Moschee in Neubeckum erhält die Möglichkeit, während der derzeitigen Pandemielage und solange die Moschee auch nicht wieder betreten werden kann, den Gebetsruf einmal am Tag vornehmen zu können. Sie alle wissen, die Gotteshäuser sind derzeit nicht begehbar. Das wird bei den christlichen Kirchen so gehandhabt, dass dann einmal am Tag auch die Glocken läuten, um die Verbindung aufrechtzuerhalten zwischen den Gläubigen und der jeweiligen Kirchengemeinde. Das Gleiche wird jetzt auch der Moscheegemeinde in Neubeckum eingeräumt. In dieser Übergangszeit dürfen sie einmal am Tag auch ihren Gebetsruf dann veranstalten, was nicht bedeutet, dass Gläubige dann zur Moschee hinkommen dürfen, sondern um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Das geschah nach Abstimmung auch mit dem interreligiösen Dialog hier in Beckum. Gestatten Sie mir, dass ich noch auf einige zu erwartende Neuregelungen eingehe. Sie werden viele bereits aus den sonstigen Medien kennen. Gestern hat ja die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin einige Beschlüsse gefasst. Wie gesagt, das muss erst noch in Landesrecht umgesetzt werden. Aber wir gehen davon aus, dass die derzeitigen Kontaktbeschränkungen noch mindestens bis zum 3. Mai aufrechterhalten bleiben.
Verbesserungen oder Öffnungen soll es geben beim Einzelhandel wieder, und zwar bis 800 Quadratmeter ist nach diesem Beschluss vorgesehen, wieder eine Öffnung des Einzelhandels zuzulassen. Oberhalb von 800 Quadratmeter sollen auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und große Buchhandlungen wieder öffnen dürfen, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, mit den gebotenen Hygienemaßnahmen, wie sie ja auch für die Supermärkte vorgesehen sind. Friseure sollen dann ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Wichtig für sehr, sehr viele von Ihnen, für mich natürlich gleichermaßen auch, ist die Öffnung der Schulen. Die Schulen sollen sukzessive wieder öffnen dürfen ab dem 4. Mai, so der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, allerdings zunächst nur mit den jeweiligen Abschlussklassen bei den weiterführenden Schulen und den vierten Klassen an den Grundschulen, und dann sollen nach und nach weiter aufgebaut werden. Möglicherweise gibt es Sonderregelungen hier in Nordrhein-Westfalen auch für die Prüfungsjahrgänge, die ja im Moment dann auch kurz vor ihren Prüfungen stehen. Die Kindertagesstätten sollen bis auf die Notgruppen weiterhin geschlossen bleiben. Es gibt einige weitere kleinere Veränderungen, aber beim Wesentlichen bleibt es bei dem, was wir jetzt bereits kennen. Gestatten Sie mir zum Abschluss, dass ich mich erneut bei Ihnen für Ihre Disziplin bedanke, die ja die allermeisten an den Tag legen, und darüber hinaus auch all denjenigen danken, die Sorge dafür tragen, dass wir die derzeitige Situation gut überstehen, sei es hauptamtlich, aber auch die vielen, vielen ehrenamtlichen Initiativen, die es tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch hier bei uns in Beckum gibt. Und zum Abschluss wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund. Dankeschön.